Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Fotobuchquartetts. Live und in Farbe bei YouTube, Zoom und in Essen. Wir sind hier im Kunstwissenschaftlichen Institut. Kulturwissenschaftlichen Institut. Ich wusste das. Den ganzen Tag habe ich es geprobt. Das hast du extra gemacht. Nein, habe ich nicht. Aber Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen auf Einladung von Dr. Anja Schürmann, die uns eingeladen hat, hier ein Fotobuchquartett zu veranstalten. Sie hat uns, also sie ist Gastgeberin und gleichzeitig unser Gast. Und wir diskutieren heute, also in unserer Besetzung, die wir heute sind, die wechselt ja, begrüße ich Oliver Rausch und Frank Dürach von der Fotoakademie, Fotografen bzw. Buchautoren beide. Dann begrüße ich Nadine Preis, auch seit 2 Jahren oder so beim Quartett dabei, Fotografin, Künstlerin, Dozentin und Teil der internationalen Fotoszene Köln, wie bereits erwähnt, Dr. Anja Schürmann, die hier wissenschaftliche Mitarbeiterin ist am Institut, seit 1,5 Jahren, glaube ich, vorher 8 Jahre im Institut für Kunstgeschichte in Düsseldorf und deren Forschungsschwerpunkt das Fotobuch und die Narration im Fotobuch ist und der Schwerpunkt Researched Based. Nicht nur. Nicht nur, aber ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, wir hatten noch nie so eine wichtige, erfahrene Fotobuchexpertin dabei, die zu diesem Thema eben forscht. Und wir haben auch einige unserer heutigen Bücher, werden sich nämlich mit diesem Thema auch beschäftigen oder basieren darauf. Und deswegen werde ich jetzt auch... Und wer bist du? Also ich bin Damian Zimmermann, Fotograf, Kunstkritiker und Teil der Fotoszene Köln. Und ich stelle ganz kurz die Bücher vor, über die wir heute sprechen werden. Das ist einmal Ischgl von Lois Hechenbleichner. Dann sprechen wir über How to Secure a Country von Salvatore Vitale. Dann dieses schöne Buch Everything is Up in the Air, Thus Our Vertigo von Jan Minga. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, den Namen. Und zuletzt ein buntes Buch, The Coast, mit dem Untertitel 12 Parallel Short Stories von Sohrab Hura. Bei der Zusammenfassung ist mir aufgefallen, dass die ersten 3 Fotografen aus dem Alpenraum kommen, was ich jetzt ganz interessant fand, dass da jetzt so viele Bücher dabei sind. Stimmt. Und ich würde auch direkt anfangen mit dem ersten Buch, ist das richtig? Ja, ne? Ischgl werde ich vorstellen. Das erste Buch Ischgl von Lois Hechenbleichner. Passt farblich auch zu meinen Schuhen, das finde ich gut. Lois Hechenbleichner ist Jahrgang 1958, Fotograf aus Österreich, aus Tirol, der seit 26 Jahren ungefähr, also seit bald 30 Jahren in der Alpenregion, in seiner eigenen Heimat, in der Region fotografiert, und zwar den Massentourismus, den wie kann man sagen, den Sauf- und Partytourismus, den Après-Ski-Tourismus, und der bereits 4 Bücher veröffentlicht hat und der Ischgl veröffentlicht hat, kurz nachdem die Corona-Krise losging oder relativ kurz danach, weil es eine Reaktion ist auf die Situation, die in Ischgl passiert ist, dass dort sehr viele Touristen ziemlich unkontrolliert das Virus in die Welt hinausgetragen haben. Und für dieses Buch hat er, das muss man auch dazu sagen, nicht direkt für dieses Buch fotografiert, sondern er hat für Ischgl Bilder zusammengetragen, die er aus eben 26 Jahren und 9000 Fotos habe ich mal gelesen. 9000 Fotos hat er die Bilder ausgesucht. Hier in diesem Buch sind Fotos drin, die er auch in anderen Büchern schon gezeigt hat. Das ist quasi ein Potpourri, der sich allerdings halt komplett auf Ischgl konzentriert. Und zu sehen sind dort, parallel läuft ja die Dia-Show, die ihr sehen könnt. Wir sehen Touristen. In erster Linie viele Männer, aber auch Frauen, die feiern, die sich betrinken, die in Bars abhängen und die, kann man so sagen, so ziemlich die Sau rauslassen. Hin und wieder sehen wir auch ein paar Menschen, Touristen, Skifahren. Das ist quasi die Einleitung des Buches und zwischendrin immer als Stopper sehen wir skifahrende Menschen. Das ist aber quasi nur so die Rahmenbedingung für das Buch, aber auch vor allem für den Tourismus dort vor Ort. Und es ist interessant, weil Hechenbleichner, der eben aus dieser Region kommt,
Ihm ist wichtig, darauf hinzuweisen, wie seine eigene Heimat immer mehr verkommt. Eine Region, die eigentlich sehr bäuerlich ist und sehr verarmt, die in den 60er Jahren die Weichen gestellt hat, ganz bewusst zum Massen- und Partytourismus. Und das kritisiert er. Und dafür wird er auch viel angefeindet vor Ort, muss man sagen. Er hatte mal eine Ausstellung, die ihm dann vom Bürgermeister verboten wurde, über die Zillertaler Schürzenjäger. Das klingt jetzt für jemanden, der in der Region noch nicht war, erstmal alles ein bisschen befremdlich. Ich muss sagen, dass ich dieses ganze Après-Ski, weil ich kein Skifahrer bin, Phänomen, für mich war das alles neu. Für mich war das ein richtiger Augenöffner, was dort alles passiert offensichtlich. Ich kannte nachher Après-Ski, da trinkt man halt abends ein. Aber was da alles so passiert, das war mir nicht klar. Und genau, deswegen finde ich direkt als mein Eingangsstatement das absolut interessantes, wichtiges Buch, gerade zur Corona-Krise. Es ist vielleicht das erste Buch zur Corona-Krise überhaupt. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Was sagt ihr denn dazu? Vielleicht solltest du noch erwähnen, dass wir im Stream nachher noch ein anderes Buch von ihm zeigen, nämlich Ach so, genau, Hinter das den stimmt. Bergen. Wir haben noch, er hat bereits erwähnt, mehrere Bücher bereits gemacht. Wir werden im Stream, im Anschluss an das Ischgl-Buch, werden wir Ausschnitte aus seinem Buch Hinter den Bergen zeigen. Ein Buch, nochmal neu aufgelegt wurde bei Steidl. Und in dem er, das werdet ihr gleich sehen, historische Fotos aus Tirol zeigt und sie mit modernen Fotos, die er selbst gemacht hat, gegenüberstellt. Und mit sehr bösen, wie ich finde, Gegenüberstellungen. Im Anschluss werdet ihr die auch sehen. Ja. So, dann, was sagt ihr denn zu Ischgl? Also zu dem Buch, nicht zu dem Ort. Oder vielleicht sollte ich noch ein paar Fakten nennen. Ich habe nämlich auch mal recherchiert. Ich fand das ganz interessant. In Ischgl leben 1600 Menschen, was ja eigentlich nur ein kleines Dorf ist. Die haben aber 250 Millionen Euro Umsatz im Jahr, 1,4 Millionen Übernachtungen. In diesem 1600-Personen-Ort gibt es 390 Hotels mit 12.000 Betten. 40% der Eingeborenen sind geschieden. Und, das sollte man auch dazu sagen, die Bewohner von Ischgl haben eine Corona-Antikörperquote von 42%, was die höchste in der ganzen Welt ist. Das heißt, 42% der Einwohner haben sich mit Corona angesteckt. Also außer die amerikanische Bundesregierung. Was? Da ist die Quote noch höher. Für einen Ort ist das die höchste Quote. Und das ist der Hintergrund für dieses Buch, vor dem man sich dieses Buch mal anschauen und beurteilen könnte. Genau. Mein erster Eindruck war auch, als ich das Buch gesehen habe, wow, faszinierend. Und ich bin Skifahrer, aber was Après-Ski heißt, wusste ich auch noch nicht. Und ich fand es total faszinierend und ehrlich gesagt schäme ich mich für diesen ersten Eindruck, weil ich finde es echt ein völlig fantastisches Buch beim ersten Durchblättern, aber es ist irgendwie so auf dem Niveau der Bild-Zeitung. Und als ich mich selbst dabei ertappte, dass ich es erstmal faszinierend fand, um zu sehen, dann fand ich es gleichzeitig so unglaublich banal und so einfach gemacht und so mies editiert, dass ich mich ehrlich gesagt schon dafür wieder geschämt habe und ich sehe das ziemlich ambivalent. Naja, mies editiert. Mir ging es ähnlich. Ich habe das in der Hand gehabt. Ich kenne andere Bücher von ihm. Und deswegen haben wir auch das zweite noch gleich zum Vergleich reingeholt, damit man sehen kann, wie er sonst vielleicht editieren. Weil die Art und Weise, wie er da vorgeht, komplett anders ist. Und ich hatte das Gefühl, als ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe, das ist ein Riesenchaos an editiertem 9000 Bildern Auswurf. Und warum hat er uns hier keinen Rhythmus gegeben? Warum hat er uns... Hat er aber. Das habe ich aber erst später gerafft. Echt? Hat er. Aber bevor ich darauf komme, möchte vielleicht noch jemand anderes dazu sagen. Aber ich habe eine schmissige Theorie, was er dort gemacht hat. Also es gibt doch eigentlich nur irgendwie diesen, die ganze Welt ist grau, wenn es ums Skifahren geht. Und dann ist das Leben choppt erst richtig los, wenn dann irgendwann mal eins nach dem anderen wird in die Mitte gesetzt. Und dann kommt noch mal einer, der die Hose runterlässt und noch mal einer, der in seiner eigenen sonst was aufwacht. Und es ist einfach Mitte, 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 grau. Mitte, 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 grau. Olli, das ist zu negativ. Nein. Also, das ist ja einfach nur beschreibend, aber das ist ja. Ja, was ist aber daran für ein Edit wäre es schlecht. Also, ich finde es einfach total einseitig. Das ist wirklich wie so Bild-Zeitung, irgendwie eine nackte Frau Mitte. Und so ähnlich geht das dann irgendwie seitenweise weiter. Dann kommt ab und zu mal irgendwie Wide-Shots, eigentlich kann ich es auch nicht unterscheiden, von irgendwelchen kleinen schwarzen Punkten, die dann Skifahrer sind. Und dann geht es wieder von vorne los. Und dann gibt es zwei Fotos, wo es dann mal, wow,
Bewegungsunschärfe gibt, wo ich mich frage, was machen die jetzt da? Und es ist total einseitig, es werden nur die Skifahrer gezeigt. Und es gibt dann ein oder zwei Bilder, in denen tatsächlich auch mal andere Seiten des ganzen Problems gezeigt werden, nämlich dass da ein Tesla neben einer Schneeraupe steht, wo man einmal den einen Blickpunkt, okay, wieso gibt es das Ganze überhaupt und wer verdient daran? Und dann gibt es einmal neben diesen wunderhübschen Hütten irgendwelche Hochdruckleitungen und Hightech, wo dann irgendwie Jagertee und weiß ich nicht was verteilt wird. Alles auf einmal raus. Doch, aber du fragst mich. Lass die Anja mal zum Wort kommen. Und dann wird das dann irgendwie dagegen gesetzt. Aber es sind drei Bilder, die dagegen gesetzt werden. Also was mir aufgefallen ist, er hat ja schon einen relativ klassischen Establishing-Shot. Ne? Also zuerst hat man sozusagen diese weiße Berglandschaft, die dann immer mehr reinzoomt in das Dorf. Immer mehr reinzoomt auch in die Massen, die sich in diesem Dorf aufhalten. Und das ist ein, ja, würde ich sagen, relativ klassischer Establishing-Shot, der dann hin und wieder eben mit sehr szenischen Elementen und vielleicht, Nadine, wolltest du darauf auch hinaus, durchsetzt werden. Das heißt, man hat immer Doppelseiten, wo sich die Ereignisse auf diesen Doppelseiten kurz hintereinander stattgefunden haben. Das nennt man eine Sequenz von Augenblick zu Augenblick, so hat Scott McCloud das genannt, das ist ein Comic-Forscher. Und das hat eben, ja, so viel muss man dann sozusagen akademischen Background einfließen lassen. Auf jeden Fall hat Scott McCloud gesagt, dass das diesen Bildern eben eine besonders starke Liveness gibt. Also so eine Gegenwärtigkeit. Man hat das Gefühl, noch viel mehr immanent in dieser Situation zu sein, wenn man diese Sequenzierung hat, als sonst. Und sie haben eine, ja, so einen bestärkenden Effekt, würde ich auch sagen, durch diese zwei Bilder, die hintereinander stattgefunden haben. Und die Berge, die dazwischen geschaltet sind, ich würde sagen, das sind sehr traurige Berge. Das sind quasi die Berge, die Trauer tragen angesichts dieser Ereignisse. Und da würde meine Kritik sozusagen auch einsetzen, weil ich finde, dieses Buch gibt sehr viel vor. Ich habe es nicht so gerne, wenn man mir so viel vorgibt, so viel Emotionen, wie ich das finden soll. Das deswegen Ganze. Ist es wahrscheinlich aber ich so erfolgreich. Empfand es gar nicht. Als, es ist sehr interessant, du gehst auf diese Zwischenelemente ein, auf diese weißen, wo man im Prinzip die Piste die Distanz, sieht, wo die Menschen runterfahren. Und die empfindest du als traurig. Ich habe die eher als Gliederung empfunden. Also meine Interpretation, die ich ja eben schon mal angekündigt habe, war, er leitet uns durch seine Welt und geht von einem Ort zum anderen, wo etwas passiert. Das in der Gegenüberstellung mit diesen sehr nahen Frequenzaufnahmen. Und dann hat man da, ich habe das mal durchgetaktet, ich zähle ja immer alles, ich bin ja so eine Rhythmusfrau. Nadines berühmte Analyse. Ja, okay. Also insgesamt wären demnach 11 Kapitel da, also 11 Standorte, wo er uns hinbringt. Und wir sind quasi die Skifahrer und gehen von einer Piste zur anderen. Das sind die traurigen Bilder, die du meinst. Er nimmt uns also mit auf dem Weg, als wenn wir Gast dort wären und fahren diese Orte ab. Und wie gesagt, ich habe 11 gefunden und innerhalb dieser einzelnen Kapitel, wie ich sie nennen würde, passiert eigentlich, ich will nicht sagen das Gleiche, aber da gibt es eine bestimmte... Ziemlich doch, ja. Aber da gibt es einen bestimmten Taktum. Also wenn da nicht irgendwie drin, die Namen von den Orten drüber stünden oder der Hütten, sieht eins aus wie das andere. Ja, nee, das finde ich nicht. Also zumindest bei dem drittletzten Kapitel passiert auf einmal was ganz, ganz anderes. Ja. Da habe ich gedacht, okay, hier geht es nicht nur darum, dass man zeigt, das ist ein Ort, wir nähern uns dem Ort, hier passieren schlimme Dinge, hier wird gesoffen, hier ist Massentourismus, hier sind sexuelle Handlungen schon in der Öffentlichkeit. Also es ist immer so ein, finde ich, anrüchiges Gefühl. Aber beim drittletzten, das ist auch viel länger, das Kapitel. Das sind 15 Bilder und ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber da werden auf einmal ganz andere Szenen aufgemacht. Welche sind denn das? Das sind doch irgendwie so zwei, drei Bilder nur, wo dann wirklich mal... 15. Aber wo was anderes erzählt wird als Massenrudelbums und Massenrudelsaufen. Aber wo dann ein Bild kommt, was dann auch aus der Mitte rausgenommen ist, wo dann tatsächlich mal, ich glaube, eine Werbung gegen ein altes, verwittertes Kreuz gesetzt wird. Wo ich denke, wow, ein Gegensatz in einem Bild ist es, glaube ich, eines der ganz wenigen Bilder überhaupt, wo man Gegensatz passiert. Es gibt noch ein sehr schönes Bild aus der Vergangenheit von ihm. Da sind zwei Hütten zu sehen. Die eine Hütte ist voller leerer Fässer und die andere Hütte ist voller
Wilder Tourist. Eins, ja. Also da ist eine der wenigen Fotos, die mal, weil ich denke, man muss auch was über die Fotos sagen. Und ich befürchte, er ist einfach kein guter Fotograf. Weil im Prinzip ist das Genre der Straßenfotografie, was er macht. Und er müsste sich mit Leuten wie Dougie Wallace oder so vergleichen. Und wenn man seine Bilder anschaut, die Kompositionen, alles mittig. Es ist wahnsinnig ermüdend. Das Problem ist, die Kompositionsformen sind im ganzen Buch, und es sind 200 Fotos, so ähnlich, dass bei mir beim Gucken nach ungefähr einem Viertel so eine unglaubliche Ermüdung stattfindet, die ich sonst nie habe, wenn ich ein Buch anschaue. Ich meine, jetzt kann man ja sagen, das soll so sein, weil es ja immer wieder das gleiche Ritual ist und weil über dieses arme Tirol immer wieder alles gleich wegschwappt. Aber ich finde, es ist ein bisschen zu billiges Argument zu sagen, das Buch ist schwach und monoton, weil das Leben so schwach und monoton dort ist. Ich finde die Bilder nicht besonders gut fotografiert. Wenigstens würde ich dann erwarten, dass es irgendwas in der Großform gibt, also eine Idee, sagen wir mal, was er nämlich bei seinen anderen Büchern hat. Zum Beispiel bei Winter Wonderland. Das ist ein ziemlich gutes Buch von ihm, wie ich finde, weit besser als das. Da macht er große Schüsse sehr gut, wenn er nämlich wenig Leute drauf hat, und macht große Panoramaschüsse auch mit Architektur und mit den Landschaften, dann ist er richtig gut. Und auch in dem Buch, was jetzt gleich im Stream wahrscheinlich irgendwann umswitcht, nämlich dieses Hinter den Bergen, auch da hat er ja eine Grundidee, nämlich dass er alte historische Fotos von Tirol den anderen gegenüberstellt. Und das funktioniert. Und so ist es hier halt nur eine endlose Aneinanderreihung, die man einfach nicht bewältigen kann. Also Stopper hin oder her. Ich sehe auch die Funktion. Ich habe auch versucht, hinter diese Zwischenstopper zu kommen. Ich sehe das überhaupt nicht, was das gliedert. Das ist eigentlich nur ein Auflockerung von einem riesigen Stapel desgleichen. Ja. Ja, ich finde das nicht gleich. Ich finde, da sind schon Kapitel drin. Ich finde aber auch ganz genau so wie bei dir. Was ist denn der Unterschied in den Kapiteln? Also es wird zum Beispiel der Reichtum dargestellt. Das andere Mal wird nur das Besäufnis dargestellt. Also es sind schon Unterschiede, finde ich. Aber es ist sehr marginal, oder? Ja, also, ja es ist, das stimmt. Aber es gibt die Unterschiede. Ähnlich es gibt auch die Plakate, die er fotografiert. Genau, also bei den Plakaten. Es gibt die Leute, die im Schnee liegen und sich Sachen in eigene Körperteile oder Körperteile von irgendwelchen Sexpuppen hineinstecken. Es gibt dann die Bar-Szenen, es gibt dann die nicht offiziellen Seiten, die er fotografiert, die sind, finde ich, zu wenig drin, aber sie kommen vor. Es gibt die Plakate, die er abfotografiert, die für sich sprechen, und es gibt auch den hinteren Teil mit den Polizeimeldungen, der auch nochmal, finde ich, wichtig ist und den man auch komplett lesen kann, quer gelesen kann. Letztendlich spielt es keine Rolle, aber man sieht, was dort alles passiert als Wirkung von dem oder aus Folgen von dem, was er uns vorher erzählt. Und es gibt, ich finde auch nicht, dass es sein bestes Buch ist, definitiv nicht. Ich finde Hinter den Bergen stärker, ich finde Winter Wonderland stärker und ich finde auch vielleicht Volksmusik vielleicht auch stärker, aber ich finde es trotzdem ein unglaublich gutes und wichtiges Buch, eben weil es etwas visualisiert, worüber man in dieser ganzen abstrakten Corona und was passiert denn da eigentlich, mir war das überhaupt nicht klar, und ich finde, es ist ein gutes Buch, es ist ein starkes Buch, es ist vor allem ein Buch, was der Corona-Krise auch ein Bild gibt. Ein schwaches, aber wichtiges Buch. Ja. Weil ich finde es wirklich, ich finde es gut, dass es gemacht worden ist. Und ich finde gut, dass diese Bilder, mal ganz ehrlich, wenn du diese Bilder an so eine, in Ischgl, an so eine Tourismuswand, wo jeder dann sein liebstes Bild raussuchen kann, hinstellen würdest, würden die Touristen die ganzen Bilder super finden von das sich. Das ist das Problem. Und total lachen drüber. Ja. Und das Edit wäre ungefähr das Gleiche, wenn du es zufällig hast. Also so ungefähr ist die Qualität vom Edit. Ich finde es trotzdem gut, dass es Buch gibt, dass es ein wichtiges Buch ist. Aber es ist doch total schade, weil wenn ich mir angucke, also das auch im Vorwort stand, glaube ich, 6.500, 9.500 Fotos hat er zur Auswahl. Aber da haben sie ständig dasselbe Bild rausgenommen, wenn ich die anderen Bücher mehr angucke. Ich meine, der kann doch auch eine andere Komposition als diesen mittigen, einakzentigen Bühnenblick. Hat er ja auch. Sieht man in den anderen Bildern. Ja. Er beleuchtet doch auch andere Aspekte, nämlich was hat das Dorf davon, wie ist es dazu gekommen? Wieso wird das in dem Buch auf 5, 6 Bilder komprimiert und der Rest ist ein Massenbums, such mir meine schönsten Bilder raus, Edit. Das hätte man mit dem Material, was da ist, wenn man deutlich mehr Zeit in das Edit und auch in die Kombination der Bilder zunahm. Und die Sequenzen habe ich auch gesehen. Und der macht ja auch hinter den Bergen herrliche Gegenüberstellungen. Mit dem Material hätte man dasselbe vielschichtiger von anderen Seiten beleuchten, genauso schockierend wie es. Und das ist das Starke, das hat mich auch am Anfang getroffen. Ich denke, wow, was ist denn hier los? Habe ich so noch nicht gesehen. Aber das ist doch so Effekthascherei aller Bildzeitungen. Mit dem Material, was er wahrscheinlich hat, aus den anderen Büchern kennt, da hat einfach der Editor, wenn er es nicht selber gemacht hat, meiner Meinung nach völlig versagt. Da hat er irgendwie, nein, geht gar nicht. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man diese 26 Jahre Arbeit
in diesem Buch nicht wirklich sieht. Völlig, ne, kaputt macht. Es ist total zusammengezurrt auf virologisches Anschauungsmaterial. Also so hat es die FAZ, glaube ich, genannt. Es können drei Tage sein, oder? Virologisches Anschauungsmaterial. Man hat das Gefühl, es sind drei Tagen entstanden. Ja, genau. Ja. Und das weiß ich noch nicht, ob ich das eine Qualität oder eben auch wirklich eine Kritik an diesem Buch sehe. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass das Edit, also diese Steidel-Edition, ne, hat eben nicht dieses Besessene, dieses Manische, was die Bilder letztendlich auf der inhaltlichen Ebene haben. Also diese Form des Rudels wird ja quasi durch das durch die Weißseiten, durch die gesamte sehr klassische Buchgestalt konterkariert, würde ich sagen. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, ob so ein Buch besser gewesen wäre, wenn es manischer gewesen wäre. Entschuldigung, dass ich da eingrätsche. Sozusagen. Also wir hatten im Fotobuchquartett mal ein Buch von Antoine d'Agatat, wo Antoine d'Agatat darlegt seine eigene, unter anderem, seine eigene Sexsucht. Und wie wird das in diesem Buch, ein schwarzer Backstein ist dieses Buch von d'Agatat. Das wird gemacht, indem erst Einzelfotos vom sexuellen Akt gezeigt werden und die werden dann immer kleiner und dann die werden wie Briefmarkenalben und es wiederholt sich die ganze Zeit zeitenweise und du kannst das Einzelne überhaupt nicht mehr anschauen. Der einzelne Akt ist nichts mehr wert. Also da hat jemand, haben Leute es tatsächlich geschafft, dieses Wiederholen, diesen Zwang, dieses Entwerten, dieses völlig außer Rand und Band sein, die Sucht in ein Edit zu übersetzen. Und das finde ich auch den riesen Widerspruch. Sie haben es ja in dem Buch nicht mal geschafft, wenigstens Bilder, die sich gegenseitig verstärken, gegenüberzustellen. Es gibt ganz wenig Seiten, wo das der Fall ist. Und es gibt auch ein paar richtig gute Bilder. Ich sage mal mein Lieblingsbild vielleicht noch. Es gibt ein Bild, da ist so eine orange Pistenabsperrung und dahinter ist das Skifahren, da fahren auch Leute. Und vorne ist so ein Mann, ein Elend, er tut mir leid, der hat seine Hose runtergelassen und ist desorientiert. Und das ist einfach auch formal ein richtig gutes Bild. Es hat Form und alles. Und leider haben sehr viele Bilder von ihm in dem Buch einen ganz schlechten Schnitt, also die Leute, wie die alle angeschnitten sind an den Rändern, fürchterlich. Es gibt lauter Bildfehler, er arbeitet nicht mit Tiefenunschärfe. Alles hängt ineinander und klebt ineinander. Man kann es kaum mehr, die 200 Bilder, konsumieren. Ja, das ist mein Problem, dabei. Das Konsumierens. Ne? Da möchtest du ein Abschlusswort sagen? Ein Problem sollte man ansprechen. Also ich habe es ja schon gesagt, das Edit macht eigentlich wahrscheinlich ein riesiges Archiv, was es gibt, völlig platt und tut dem Fotografen, glaube ich, nicht gut. Und wenn du mich fragst, dann haben wir gerade Ischgl hinter uns und alle haben es im Hinterkopf. Und jetzt hat ein Verlag das große Problem, wie kriege ich das möglichst schnell auf den Markt und dann wird an der falschen Stelle gespart. Also da hätte man sich irgendwie 4 bis 6 Wochen mehr Zeit für ein Edit und das mal wirklich gut kuratiert aufs Papier zu bringen, hätte sich der Verlag, glaube ich, deutlich mehr was Gutes mitgetan, als das als Schnellschuss irgendwie Hauptsache schnell mal in Es ist ein Marketingbuch, aber ich finde es aber auch, wie gesagt, legitim und ich verstehe, ich nehme eure Kritik zur Kenntnis, teilweise teile ich sie, teilweise nicht. Ich finde nicht, dass die Bilder alle so simpel sind und alle so mittig fixiert. Hier sehen wir gerade eine Gegenüberstellung mit den Autos und den Feuerwehrautos. Fluchtpunkt im Drittel. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht die allerraffinierteste Art zu fotografieren und zu editieren, das ist mir schon klar. Ich finde aber trotzdem, dass das Buch weit mehr ist als die Summe der einzelnen Bilder, dass das... So ist es. Ich meine, du kannst auf die Spitze getrieben, du kannst aus großartigen Fotos auch ein schlechtes Fotobuch machen und du kannst aus schlechten Fotos auch ein sehr gutes Fotobuch machen. Ich sage nicht, dass das schlechte Fotos sind, aber ich finde, dass das Buch deutlich besser ist als die einzelnen Bilder, weil da einfach viel mehr zusammenkommt. Und ich finde auch aber aus Marketing, ich würde Steidel und auch Hechenbleitner nicht vorwerfen, dass sie jetzt aus Marketinggründen, das Buch ist jetzt in der vierten Auflage, hat auch schon Ärger gegeben, da musste ein Bild rausgenommen werden und die Bank Austria wollte ihn jetzt auch nochmal irgendwie an den Karren pissen, weil sie da dieses Bild haben, dieser Weißweinrechnung über 9.000 € für 3 Flaschen und damit nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Dieses Buch löst was aus. Ja. Und man kann natürlich sagen, aus Kultur- und Kunstsicht ist das alles noch nicht so super toll. Aber dieses Buch bewirkt etwas. Es bewirkt, dass Leute das wahrnehmen. Und diese Wirkung finde ich enorm wichtig. Ja, absolute Zustimmung. Und wann haben wir denn ein Fotobuch? Wir haben hier noch andere Bücher, die sich sonst irgendwas auf die Fahnen schreiben und die aber, sag ich mal, keinen Schwanz interessieren, weil es keiner wahrnimmt und hier aber wirklich was passiert. Und das Buch wird überall besprochen. Ich weiß, dass das noch kein Qualitätsmerkmal ist, aber hier findet eine Wahrnehmung statt und auch vielleicht auch ein Umdenken. Und es findet ein Umdenken in Ischgl statt, jetzt nicht wegen des Buches, sondern wegen der Vorkommnisse. Ich finde es aber auch interessant, weil, da habe ich auch noch ein Zitat rausgesucht, weil Hechenbleitner nämlich
Vor einem Jahr, 2019, hat er gesagt, als er angesprochen wurde auf diese ganzen Exzesse, und das sind Exzesse, die dort stattfinden, hat er gesagt, es wird eine Veränderung kommen, aber nicht durch Einsicht, sondern von außen. Es wird ein schmerzhafter Prozess. Und dieser Prozess ist am Laufen wegen Corona. Und das ist das Buch dazu. Und das finde ich extrem. Das kann man gar nicht unterbewerten. Also das finde ich total wichtig, dass du das sagst. Und das ist auch richtig. Und trotzdem finde ich, also ich finde zum Beispiel den Text sehr gut geschrieben von Stefan Gmunder. Der hat mich zu dem Buch gebracht. Also ich habe das am Anfang gesagt, viel zu viel Masse und so weiter und so fort. Das Buch ist nicht nur zu schnell editiert, sondern der Rhythmus ist zu schnell. Man könnte sagen, okay, da finden echt, wie du sagst, Exzesse statt, dann brauchst du auch einen schnellen Rhythmus. Aber so funktioniert es nicht. Es ist vielleicht keine Form für ein Buch. Also vielleicht wäre es besser eine andere Präsentation, wo die Schnelligkeit und diese Exzessivität einfach auch zur Spitze getrieben werden kann durch mediale Schauen am Computer und eine Schnelligkeit beeinflusst werden kann. Das macht ja auch viel aus, also so eine Art Präsentation. Aber was zum Beispiel gesagt wird in dem Text ist, radikal berührende und traurige Bilder. Da komme ich nicht drauf klar, wenn ich dieses Buch sehe. Also das, es mag sein, es ist traurig, was da drauf abgebildet ist, aber bei mir findet keine Trauer statt. Und deswegen ist das Editing nicht richtig. Das hat so ein bisschen was von Voyeurismus und von Fremdschämen bei mir ausgelöst. Also super. Hätte man das nicht im Kölner Karneval fotografieren können? Hätte man das nicht irgendwie auf der Hohenstraße oder in irgendeiner Party Junggesellenabschied? Kölner Karneval, ich hasse Karneval, sie liebt Karneval, sie hat auch fotografiert. Der Kölner Karneval funktioniert anders. Und vor allem, das ist das Wichtige, der Kölner Karneval hat, und ich hasse Karneval, aber ich verteidige den Kölner Karneval, weil er von den Menschen ausgeht und weil es eine Tradition ist. Das ist billigster Tourismus, Ficky-Sauf, Marketing-Scheiß, den sie sich aus... Das sind ja nicht die Leute, die dort wohnen, die dort feiern. Die kassieren unglaublich viel Geld. Die Hälfte der Leute, die dort wohnen, sind depressiv. Und die kassieren die Kohle und sagen, solange ich Geld damit verdiene, ist mir das egal. Das ist was ganz anderes. Ja, Erwin Alois Sohn. Das ist das, was ich dem Buch ja vorwerfe, dass es nämlich irgendwie so diese paar Bilder gibt, wo man dann auch mal hinter die Kulissen guckt und nochmal die andere Seite sieht und nicht nur die Touristen vorführt, sondern auch, was ist eigentlich mit denen, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die sich daran bereichern, die im Zweifelsfall die Hütten nicht zumachen, wenn Corona kommt. Und das Material muss es geben, weil das gibt es in den anderen Büchern ja zu sehen und er hat sich damit auseinandergesetzt. Den Stellen, wo es dann irgendwann gegen Ende auftaucht, dachte ich, wow, das hat mir echt nochmal so einen Schlag gegeben, wo ich dachte, Moment, ja, es gibt diese andere Seite. Und dann denke ich, jetzt kommt dieser Schlag. Und das hätte das Buch mit unglaublich mehr Wumms ausstatten können, wenn man das häufiger dazwischen geschnitten hätte. Also ich glaube, auch dieser Rhythmus ist nicht gut. Und das, was am Ende kommt, wollte ich gerade nochmal erwähnen, weil es eben gefragt wurde von dir, das sind eben, da kommen auf einmal Ruhephasen in dem letzten Kapitel, empfinde ich so, da wird das alte Dorf gezeigt, man kann mal hinter die Kulissen schauen, es werden merkwürdige Vergleiche gezogen, wie zum Beispiel, da ist Jesus am Kreuz dargestellt und dann ist da auf dem Bild daneben, guckt so ein Indianer kein echter Indianer, sondern einer, der auf Indianer tut, aus einem Fenster raus. Also da passiert auf einmal etwas und es kommt eine ruhige Fahrt. Und dann hört er auf, dann kommen diese Anzeigen von der Polizei, die Meldung, wo man erstmal noch einen Schock kriegt. Und ich glaube, die sind über ein Jahr gesammelt. Das ist nämlich nur 2018 und 2019, die da gezeigt werden. Und die Meldung, wenn man die sich durchliest, finde ich auch relativ erschreckend. Also da kommt man erstmal zu der eigentlichen Aussage, finde ich, über die Texte. Und dann das letzte und das vorletzte Kapitel. Das vorletzte Kapitel ist einfach viermal Gummipuppe, Bier, Gummipuppe, 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 so. Dann kommt ein einsames Fass.
einmal Müll und einmal Alkohol leicht. Wozu ist das jetzt alles irgendwie so durchnummeriert? Das ist ja schön, aber das ist doch so ähnlich wie, wenn ich den Alien-Film zusammenschneide mit alle Filme, wo Locations sind, dann alle Szenen, wo das Alien vorkommt und dann alle, wo ein Knopf drin vorkommt. Und so ähnlich ist das Edit gerade. Ich will darauf hinaus, es ist gut gedacht, es funktioniert aber vom Gefühl überhaupt nicht. Ich würde ganz gerne noch was sagen, weil ich finde, ich habe das Buch jetzt schlecht besprochen sozusagen. Ich möchte es aber nicht nur so stehen lassen. Ich finde, also ich glaube, dieser Fotograf hat nicht den Anspruch, kunstvolle Fotos zu machen, sondern der hat ein Anliegen und verwendet die dazu. Wenn du nämlich die anderen Bücher oder seine anderen Serien auf seiner Webpage, wenn er seine anderen Serien dargestellt, zum Beispiel Almabtrieb, da geht es darum, wie das Wort Alm verwendet wird. Und da gibt es eine Definition, was Alm eigentlich früher bedeutet hat und was da für ein kultureller Hintergrund dabei ist. Und dann wird ständig dieser Missbrauch des Wortes Alm und die Romantik, also das heißt, wird da jetzt fotografiert von ihm. Also das ist eine lange Serie, da geht es immer um dieses Wort. Das heißt, dieser Fotograf braucht eigentlich für sich so eine Grundidee, dann kann er es schaffen, ein wirklich gut funktionierendes Buch zu machen oder eine Serie wie bei Almabtrieb oder wie Hinter den Bergen oder wie meiner Ansicht nach bei Winter Wonderland, was beides für mich sehr gute Bücher sind. Und hier ist es halt so, da war diese Grundidee nicht da. Und wenn ich jetzt sage, es sind halt schwächere Fotos, dann vergleiche ich halt, weil ich natürlich mit dem Pool an Street Photography vergleiche. Und da muss ich halt sagen, wenn ich mir da die großen Namen, also von Bruce Gilden bis, ich habe Dougie Wallace vorhin schon mal genannt, wenn ich mit denen vergleiche, dann ist er viel schwächer fotografisch. Das ist nicht seine Intention. Deswegen glaube ich, das funktioniert und es ist gut, dass es da ist. Wir sind aber ein Fotobuchquartett und besprechen nach Kriterien wie, taugen die Fotos? Und die sind halt oft mit vielen Fehlern. So sehe ich es halt. Ja, so würde ich jetzt im Buch nicht besprechen, ob die Fotos taugen, sondern ob das Buch was taugt. Aber, ja, aber, das ist aber ein wichtiger Ansatz, ist, dass er ein Fotograf ist, der eine Vision hat, der eine Aufgabe hat. Ihm ist es wichtig, was mit seiner Heimat passiert. Er ist kein Fotograf, der mal für 2 Monate in die Alpen fährt und dann mal den Tourismus fotografiert und dann eine lustige, zynische Strecke macht und dann fährt er nach Kambodscha und fotografiert da. Ja. Sondern er fotografiert in seiner Heimat und das ist ihm wichtig und das finde ich allein schon bemerkenswert, wie er da dranhängt und wie ihm seine eigene Heimat da vor die Hunde geht. Und da vielleicht nur eine kurze fotogeschichtliche Pointe. Es waren ja die Fotografen, die den Alpentourismus erstmal angestachelt haben. Vor 150 Jahren waren es die Plattenkameras, die dort hochgetragen wurden, die eben diese Sehnsucht überhaupt erst geweckt haben. Und ich denke, da ist die Fotografie quasi auch in einer anderen Verantwortung, darauf zu reagieren, weil die Fotografie ja letztendlich diesen Massentourismus erst ermöglicht hat, würde ich nicht sagen, aber zumindest die Bilder geliefert hat. Jetzt sehen wir ja auch ein paar Beispiele. Hier kommt jetzt hinter den Bergen mit den historischen Bildern. Ich weiß gar nicht, ist jetzt für den Stream schon mal das Hinter den Bergen gelaufen? Läuft gerade durch. Glaube, jetzt ist es zweimal gelaufen? Oh, dann warten wir vielleicht, dann sprechen wir vielleicht noch 3 Minuten, obwohl wir eigentlich in der Diskussion sind. Eigentlich sind wir am Ende der Diskussion, aber wir können jetzt, glaube ich, noch ein paar Minuten machen, damit man von dem zweiten Buch nochmal das Prinzip sieht, was nämlich, ein Satz, es ist ein Buch, wo ich schallend lachen musste und was mich trotzdem gleichzeitig total betroffen macht. Ich finde es deswegen ein großartiges Buch, das andere. Absolut. Ja, aber okay, reagiert er doch auch fotografisch, gestalterisch auf das, was er an Material hat. Und da ist er doch kompositorisch viel, viel stärker als bei Ischgl. Dann würde ich vorschlagen, weil wir ja noch 3 Bücher haben, würden wir weitergehen.